Hey Freunde, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar seht ihr schon, ich habe Premium Plus auf Gomma bekommen. Ich bin so unfassbar glücklich darüber. Warum ich also dieses Video mache, ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken für alles. Generell für den krassen Support in letzter Zeit. Auch natürlich bei Klaus Thaler und dem Gomma-Server, dass sie mir diesen Rang anvertrauen und gegeben haben. Danke auf jeden Fall an alle von euch, die mich unterstützen und meine Videos bzw. Streams schauen. Generell einfach danke dafür, dass ihr mir das ermöglicht habt. Es ist nicht selbstverständlich. Ich möchte euch heute natürlich auch nochmal erzählen, wie es jetzt überhaupt dazu kam, dass ich den Rang bekommen habe, was der Rang kann und was er euch bezüglich Videos oder Streams in Zukunft bringen wird. Die erste Sache ist auf jeden Fall schon mal, dass ich jetzt in Runden, wenn ich will, einen Nicknamen haben kann. Es ist nicht das wichtigste Feature, weil ich persönlich kein Problem mit Streamsniping habe. Ich als bester Spieler hau natürlich eh alle weg. Doch, bevor ich jetzt erzähle, wie ich den Rang genau bekommen habe, vielleicht noch ganz kurz dazu, was der Rang eigentlich ist. Also Premium Plus ist der Rang für kleinere Content Creator wie mich zum Beispiel, die noch nicht die Anforderungen eines YouTubers erfüllen, aber trotzdem aktiv Content auf dem Gomma-Server bringen und durch diesen halt eben Vorteile bekommen. Jetzt aber zu der eigentlichen Frage, wie habe ich den Rang bekommen? Ich habe mich vor 2 bis 3 Monaten mit Twitch das erste Mal auf diesen Rang beworben, habe dann eine Zeit auf die Antwort halt eben gewartet und wurde leider abgelehnt, weil ich zu wenig Zuschauer hatte. Man braucht nämlich eine durchschnittliche Zuschaueranzahl von 25 und die lag bei mir damals halt eben noch ein bisschen darunter. Vor 3 bis 4 Wochen habe ich es also nochmal probiert, wieder mit Twitch und mittlerweile hatte ich mehr Zuschauer, größere Community und so weiter. Ich komme dann Mittwoch so von der Schule nach Hause, zwar am 1.6. glaube ich, und ich mache meinen PC an, lese ein paar E-Mails ganz normal und sehe halt die E-Mail von Gomme. Ich hatte halt erst Angst, dass ich ein bisschen was falsch gemacht habe oder dass ich jetzt irgendwie einen Bann bekommen habe und per Mail darüber Bescheid bekomme, was weiß ich. Und dann fiel mir das mit der Bewerbung wieder ein. Ich hatte halt bis jetzt nicht damit gerechnet, dass sie so schnell bearbeitet wird. Hab beim Öffnen dann schon ein bisschen gezittert oder hatte ein bisschen komisches Gefühl. Angst, dass ich halt wahrscheinlich abgelehnt werde. Und dann kam einfach dieser Moment, wo da stand, dass ich angenommen wurde. Es war so unglaublich geil. Es war halt eine Mischung aus Freude, Glück und allem Positiven einfach. Also echt wirklich ein schöner Moment. Und was ich euch damit sagen will, unabhängig, ob ihr streamt, YouTube macht oder nichts davon, was anderes macht, wie auch immer, glaubt immer an eure Träume, verfolgt eure Ziele. Auch wenn es nur um einen Rang in Minecraft geht, so gesehen. Bleibt an den Dingen dran, die ihr erreichen wollt, und ihr werdet dafür belohnt. Ein weiterer Vorteil, den ich durch den Premium Plus Rang habe, ist, dass ich jetzt Private Rounds machen kann. Das heißt, ich gehe auf den NPC in der Lobby, kann ich zum Beispiel einen Modus und eine Map aussuchen und es lädt halt kurz. Das ist ziemlich geil, weil ich für manche Videos bereits private Runden machen musste und mir dafür immer so Premium holen musste. Anders ging es halt nicht, wenn ich keine Tokens mehr hatte. Das ändert sich ja dann ab jetzt. Das heißt, ich habe nicht mehr das Problem damit und kann in dem Sinne auch besser Content produzieren, was letztendlich auch der Vorteil für euch an einem Premium Plus Rang ist. Und Freunde, das war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Ich kann mich wirklich nur nochmal bedanken. Was mir gerade noch auffällt als Vorteil des Premium Plus, kann ich jetzt auch in der Lobby rumfliegen. Das ist richtig toll. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Jeden Like steigt die Wahrscheinlichkeit um 1%, dass bald mal wieder ein richtiges Video kommt. Ansonsten, schaut auch gerne noch auf Twitch vorbei, das streame ich gerade mal wieder sehr regelmäßig und bald starten wir auch gemeinsam mit der Community einen 1.19 Survival Server, um nochmal zusammenzuwachsen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.